Leute, ich hab so Bock heute zu angeln, ne? Wenn gar nichts klappt, geh ich tauchen mit Harpune. Oh ja. Oh, yo! Gott, Fisch dran! Fangerfolg ist da! Ja. Ich geh aber auch ab. Wow, wow, wow! Moin Leute, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder zu Besuch bei Benny. Am Gartenteich, ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund. Ja, Benny, es ist ein Jahr vergangen, dass wir das letzte Mal hier waren. War schwierig, als wir beim letzten Mal hier waren, oder? Genau, das ist ungefähr circa fast ein Jahr her. Da hatten wir versucht, hier aktiv die Forellen zu fangen, also mit Spoon, mit Blinker, Wobbler, Fliege, alles Mögliche. Ich glaube, wir haben am Ende auch welche gefangen, aber das war so relativ passiv mit Pose und Paste. Heute versuchen wir das nochmal aktiv, weil da müssten eigentlich noch welche im Teich drin sein. Vielleicht geht das diesmal auf eine andere Art und Weise. Und ja. Wir haben die Fliegenrute dabei, wir haben eine normale Spinnerute dabei und ja, wir wollen mal probieren, was wir hier so rauszaubern können. Ne? Ist ja alles Mögliche drin. Forellen sind bestimmt auch noch drin, oder? Da müssten noch ein paar Forellen drin rumschwimmen, ja. Ansonsten halt viel von den großen Rotfedern, Barsche, Aale. Barsche. Vielleicht haben wir wirklich Glück, dass vom letzten Jahr noch ein paar Forellen übrig sind und wir welche kriegen, muss man mal gucken. Die Mission ist heute, einen Fisch fangen, den zubereiten. Essen, dann wäre der Tag erfolgreich, würde ich sagen. Wir nehmen euch dabei mit und wünschen euch viel Spaß im Video. Das ist einfach so ein schöner Teich. Man kann es ja schon fast sehnen, oder, Benni? Fast, oh, fast. Ich bleib bei Teich. So, von der Größe her, habe ja letztes Mal schon gesagt, so 800 bis 1000 Quadratmeter vielleicht. So, nicht, dass man denkt, man hockt da in seiner kleinen Gartenteichschale und angelt. Also auch hier ist es nicht immer einfach, muss ich sagen. Also man denkt ja manchmal so, Riesengewässer ist ultra schwer und in kleinen Dingern, wenn voll mit Fisch ist, fängst du einen nach dem anderen. Aber selbst hier denkst du manchmal, wie kann das angehen? Du kannst gefühlt den kompletten Teich abwerfen, aber auch da passiert manchmal nichts. Ja, ne? So, ja, ist so. Ich war auf jeden Fall überrascht, als ich wieder hier war, wie groß das Gewässer dann doch ist. Ja. Ich habe es kleiner in Erinnerung gehabt, aber es ist echt schon echt ein großer Teich. Ne? Heute wollen wir noch mal versuchen, hier ein paar Fische zu fangen. Ich glaube, ihr habt schon erzählt, dass wir die zubereiten wollen. Ich habe nämlich Hunger. Ich habe richtig Hunger. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt loslegen. Zeigen euch gleich, wie wir alles machen. Wünsche euch viel Spaß im Video. So, Benni hat ja schon ein paar Sachen vorbereitet. Ich hoffe, der Grill ist geputzt. Also erstmal habe ich Babys Ostergeschenk vorbereitet. Oh, ja. Das ist natürlich das Wichtigste. Oh ja. Unsere Autofahrt wurde tatsächlich schon durch Bennys letztes Geschenk. Was war das eigentlich? War das Weihnachten? Nein. Das war zwischendrin Müll zum Angeln, glaube ich. Ja, auf jeden Fall kam Benny an, auch mit so einer Figur, mit so einer Biene, die Geräusche macht, die singt und so. Und die ganze Autofahrt ging das, bin ein Bienchen. Auf jeden Fall hatten wir nämlich eine extreme Horrorfahrt. Wir haben nämlich gerade Ostern, Gründonnerstag, und wir haben gedacht, wann fahren wir nach Hamburg? Am grünen Donnerstag. Und was ist hier in Hamburg heute? Klimakleber, die einfach mal sich auf die Elbbrücken geklebt haben und wir kamen einfach nicht durch Hamburg durch. Das war so krass. Ich glaube, wir sind 4 oder 4,5 Stunden hierher gefahren. Normalerweise brauchen wir so 2 Stunden. War eine Herausforderung. Wir sind aber da und jetzt geht's los mit Angeln. Routen sind hier schon bereit. Müssen wir keine aufbauen. Kescher. Genau, Ultra Boost Barsch Kescher. Kescher, der ist echt cool. Also ich habe mich so darin verliebt, muss ich sagen. Weil der so simpel zu bedienen ist. Einfach und ultra leicht. Ja, ne? Ja. Und Hecht passt auch rein. Den kannst du schon mal bereitlegen. Alles klar. Kannst du schon mal ins Wasser legen. Und ich baue jetzt hier die Fliegenrute auf. Und ich fische mit der Ultra Boost Barsch. Genau. Ich versuche jetzt nämlich als erstes mit Trockenfliege, wenn das nicht klappt, mit Nymphe. Wenn die sagte, vielleicht ein Streamer, haben wir vielleicht gar nicht dabei. Dann muss ich gleich mal gucken, was wir so an Fliegen und so dabei haben. Wenn gar nichts klappt, gehe ich tauchen mit Harpune. Allzu oft baue ich eine Fliegenrute auch nicht auf. Ey, Flora, weißt du was? Was bei meiner Fliegenrute das Geile ist? Ich weiß gar nicht, ob alle Fliegenruten das haben. Ah ja, richtig gut. Ich weiß gar nicht, warum das bei Fliegenruten immer ist, weil ich glaube, bei einer Spinnerute ist das wichtiger, dass das in einer Flucht ist, oder? Weil die haben solche großen Ösen. Ne, man kann eher, genau, das kommt dazu. Man kann es nicht so gut überpeilen. Wahrscheinlich sind deswegen da diese Punkte drauf. Jetzt brauche ich noch die Rolle. Wo ist die Rolle? Hast du die auch mitgebracht? Ich hoffe, ich habe sie mitgebracht, sonst müssen wir da so eine Stationärrolle ranbinden. Da haben wir Glück gehabt, die ist dabei. Ja, das ist ja eigentlich Janas Fliegenroute, die sie sich gekauft hat. Ich habe auch mein Filetiermesser schon bereitgelegt. Das habe ich mir mal gekauft, weil es gibt ja Filetiermesser, die haben so eine lange Klinge, die so ganz dünn laufen. Und ich komme tatsächlich besser damit klar, wenn es eine breite, starre Klinge ist. Aber ich habe es gekauft, jetzt guckt euch mal dieses Halfter an. Und dann zieht ihr euch das Messer raus und dann so ein kleines, einfach so ein kleines Minimesser. In so einem Riesenhalfter. Naja. Ich glaube, der Tipp war von dir. Weil du auch besser, glaube ich, mit so einem. Mit einer starren Klinge. Mit einer starren Klinge besser klarkommst als mit den dünnen. Hast du es mal probiert? Ich komme damit auch besser klar. Ne? Ja. Manche schwören ja auf diese. Diese Wabbelklingen, weiß ich nicht, da komme ich nicht gut mit klar. Da kannst du zu wenig Kraft mit ausüben und stokelt man sich nur einen ab.
Leute, ich habe so Bock heute zu angeln. Ne? Die Schonzeit ist einfach schon so lange. Und normalerweise sind wir ja oft bei Benny, wenn wir hier auf Zander angeln in Hamburg. Wir können euch Bennys Seite auch mal unten in die Infobox verlinken. Zander Guiding. Also wenn ihr mal Bock habt, Zander zu angeln vom Boot in Hamburg, dann meldet euch bei Benny. Macht riesen Spaß. Ihr seid immer richtig gut versorgt mit Rutenködern und alles, was ihr braucht. Und ja, ich glaube, wenn die Schonzeit vorbei ist und es Richtung Sommer geht, werden wir auch nochmal wieder aufs Boot kommen. Aber die Zeit muss man sich ja hier irgendwie vertreiben, ne? Darum angeln wir heute bei Benny im Teich. Das ist einfach so cool. Das macht so Spaß. Und ich habe auch richtig Bock, dass wir dann das, was wir fangen, auch essen können. Ich hoffe ja auf eine Forelle. Benny hat den Köder ausgewählt. Ich habe gesagt, irgendwas Farbiges mit so einem kleinen Puschelschwanz. Weil ich habe die letzten Tage schon mal versucht, mit Pose was zu fangen, ging aber nicht. Aber ich habe manchmal gemerkt, beim Einkurbeln von dem Wasserei, Forellenei, dass die Fische teils auf die Pose gegangen sind. So, und deswegen, die sind ja auch irgendwie grün-orange. Ich habe gesagt, mit der Trockenfliege mal starten, die ein bisschen Farbe hat. Also, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder beim ersten Wurf geht direkt ein Fisch drauf und ich fange einen, oder es wird wieder ein Kampf. Ich war gerade kurz davor zu sagen, wenn beim ersten Wurf ein Fisch kommt, gehe ich baden. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das wirklich passiert. Ich bin mal gespannt, ob hier noch Forellen am Start sind. Mit Glück, ja. Wie die aussehen und ob wir heute überhaupt eine fangen. Lass mal gucken. Also, ja. Sonst müssen wir eine Rotfeder zubereiten. Ja, eine Rotfeder. Die haben wir beim letzten Mal ja gut gefangen mit Trockenfliege. Ne? Aber das glaube ich nicht auf so eine große hier. Los geht's. Das Fliegenfischen ist einfach so eine schöne Angelei. Aber wir müssen uns auch immer wieder so ein bisschen hineinfinden, wenn wir die Fliegenroute lange nicht in der Hand gehabt haben. Florian macht aber die Würfe ziemlich gut und ja, dann wird es auch schon direkt spannend. Oh, oh, da war eine Attacke, Leute, habt ihr gesehen? Aber nicht direkt gebissen, ne? Dran vorbei. So, jetzt. Oh, 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 ja. Ja, ja. Ah, Fehlbiss. Oh. Ja, aber sind welche da? Sind welche da? Okay. Das motiviert auf jeden Fall total, wenn man direkt die ersten Bisse bekommt. Aber wie das beim Angeln manchmal so ist, dann passiert erstmal wieder nichts. Und man muss Durchhaltevermögen zeigen und erstmal wieder einen Wurf nach dem nächsten machen. Aber wenn man dann gute Würfe gemacht hat, ist man natürlich auch stolz, dass die Fliege dort gelandet ist, wo man sie gerne haben möchte. Ja, dann müssen nur noch die Fische beißen. Also es wird eine Herausforderung, Benny. Benny muss doch nicht in den Teich springen. Also mein Vorschlag wäre jetzt mal Köder wechseln. Sie haben zwar attackiert, aber ja, die letzten 5 Minuten gerade ging gar nichts mehr. Und die Fliege ist auch sehr, sehr nass schon und geht immer unter. Deshalb gucken wir einfach nochmal irgendwas Buschiges, Buntes, Auffälliges, Großes finden. Okay, Flore sagt groß, buschig, auffällig. Ihr könnt ja selbst sehen, was ich da rausgesucht habe. Ist das ein Tannenbaum oder? Tannenbaum mit Federn. Noch lachst du. Pass auf, jetzt lachen wir und gleich beim ersten Wurf. Zack, sieht auf jeden Fall interessant aus. Auch ein bisschen so wie so Faunfedern, ne? Ja. Ja. Friemel ich mal eben schnell ran. Nachdem Flore dann jetzt den Tannenbaum rangefriemelt hat, macht er die ersten Würfe und ich glaube, ihr seht es auch schon durch die Kamera, wie auffällig einfach dieser Köder ist. Heieiei, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Aber ganz ehrlich, wenn man an so einem Gewässer angelt und wie wir keinen Zeitdruck hat, kann man doch auch einfach mal ein paar Experimente machen und mal schauen, auf was die Fische so beißen. Denn manchmal erlebt man ja auch die ein oder andere Überraschung. Aber in diesem Fall hatten die Fische da, glaube ich, wirklich nicht so richtig Lust drauf. Flora hat noch ein paar Mal geworfen, aber ja, dann haben wir uns für was anderes entschieden. Also es gibt gerade zwei Meinungen. Jana sagt unauffällig, eine kleine Trockenfliege. Benny sagt noch schockiger, am besten pink. Flora probiert gleich nochmal mit so Naturfarben zu schmeißen. Wenn nichts kommt, mache ich die pinke drauf. Benny ist voll davon überzeugt. Dann bauen wir nochmal schnell um und dann probier's nochmal. Flora wollte nun etwas natürlicher fischen, also hat er sich für diese Fliege entschieden. Ja, oh, da war der Biss. Hast du gesehen? Ah.
Hing kurz, hing ganz kurz. Direkt zwei Attacken, das motiviert natürlich. Also wirft Flore weiter in die Ecke, wo die Bisse kamen. Die Würfe sind tatsächlich ganz gut. Oh, da ist auch schon der Fisch. So, kleiner Fisch ist dran, aber ich glaube, es ist keine Forelle. Mal schauen, was Flore da ans Band bekommen hat. Benny kommt schon mit dem Kescher und zack, eingenetzt. Ja, Flore freut sich sichtlich und es ist eine schöne Rotfeder. Flores Hände sind übrigens nass, das sieht man noch nicht so gut. Fangerfolg ist da, ja, aber es war nur eine Rotfeder. Aber das war wieder geil mit der Fliegezange, oder? Ja, richtig geil. War ein schöner Biss, schön von der Oberfläche genommen auf Trockenfliege. Aber ich mache jetzt noch so 5 Minuten und dann übergebe ich an Benny. Dann habe ich es lang genug getestet. Wir müssen mal gucken, ob hier noch Forellen sind. Ich glaube es schon, weil ich meine, ich habe eine richtig dicke Bugwelle gesehen. Eigentlich müsste das noch klappen. Mal schauen. Ja. Wir versuchen es. So, jetzt stellt sich unter Beweis, ob Benny sein Ködergespür und seine Fähigkeiten beim Fliegenfischen zum Erfolg führen. Benny kann richtig gut fliegenfischen. Ja, das ist gar nicht wahr. Benny sagt es gar nicht wahr. Benny kann richtig gut fliegenfischen. Aber man sieht es ja eigentlich auch an seinen Würfen. Sehr routiniert auf jeden Fall. Der übt bestimmt heimlich jeden Tag am Teich. Naja, auf jeden Fall macht Benny jetzt seine Würfe mit der pinken Fliege und hat dabei ein bisschen zu viel Schwung. Benny, du hast so weit geworfen. Ich wollte einfach über den ganzen Teich. Dass du hier oben am Dach hängen geblieben bist. So, Fliege war nichts. War nichts, ne? Probieren wir hinterher nochmal. Jetzt baut Jana erstmal ihre Spinnrute auf und Jana zeigt uns jetzt, wie man Fische fängt. Die einen haben Gartenzwerg. Die anderen haben Gartenguide. Flore sagt gerade, ich muss in meinem eigenen Garten sogar noch guiden. Ja, ist so, ne? Baut da hier Jana die Route auf. Ja, wie ein Guide das so macht, ne? Knoten, Knoten, Knoten. Ja, steckt ja irgendwie in einem so drin, ne? Wenn du das beruflich machst und irgendwie jeden Tag. Manchmal mische ich mich schon selber ein, obwohl es eigentlich so dämlich ist, für Leute irgendwas zu machen. So. Aber wenn die kein Problem damit haben. Ich lege jetzt los hier mit unserem High Fishing Spoon. Wir haben mal über Must-Have Spoon, die machen so selber Spoons, haben wir mal einen High Fishing Spoon machen lassen. Gibt es aktuell nicht mehr. Das war so eine kleine Auflage. Die sind richtig schön. Und damit werde ich jetzt angeln. Benny hat mir hier alles wunderbar montiert. Was für ein Luxus einfach. Richtig nice. Und ich gehe jetzt direkt ans Wasser und mache mal meinen ersten Wurf. Mal gucken, ob ich damit jetzt Erfolg habe. Ja, pass auf, beim ersten Wurf gleich. Jetzt, wo Benny gerade Pipi ist. Ja klar, letztes Mal war Benny, glaube ich, auch gerade weg. Er war auch gerade weg und da haben wir gefangen. Ja. Oder? Ja. Das war wirklich so. Wenn ich jetzt... Oh! Na, ernsthaft? Ohne Mist? Ernsthaft? Ohne Mist? Ah, da muss ich ja jetzt keschern. Ich habe wirklich einen Fisch dran gerade. Nee. Der Benny ist das Problem. Ich glaube, wir hätten Benny schon mal früher wegschicken sollen. Oh. Was ist das? Ist eine Forelle, oder? Ich glaube ja. High Fishing Spoon liefert. Oh, wow. Oh nein. Nein, hast du verloren? Bisschen zu viel Druck gemacht, glaube ich, eben gerade. Oh. Ja, okay, aber... Okay, aber der Spoon ist schon mal... Ja, erster Wurf, also... Meine Güte, wie ärgerlich kurz vom Ufer hier, ey. Da kommt er wieder. Benny, weg, weg. Ja. Ich mach dann jetzt mal den zweiten Wurf, mal gucken, vielleicht klappt das gleiche nochmal. Wurde sie dann gerissen? Mann, ganz hinten im Teich. Ich habe recht weit geworfen. Eben mit der Fliege konntet ihr nicht ganz so weit werfen. Das habe ich gedacht, ich werfe jetzt mal in die Ecke, wo ihr mit der Fliege noch nicht wart. Und da habe ich direkt ein bisschen... Ich konnte es gerade nicht glauben. Ja. Aber aber das ist doch genau das, was wir in unseren Videos auch eigentlich zeigen wollen. So Angeln ist einfach Angeln, das kannst du nicht planen. Du bist hier am Teich und denkst so, oh, da fange ich auf jeden Fall was. Pustekuchen. Manchmal ist es einfach so. Und einmal, weißt du noch, wo wir an der Weser waren, wo ich gesagt habe, hier fangen wir nie was. So an so einer Stelle, übelst wie Wasser, da denke ich so, oh, ich mache den ersten Wurf, bam. 70er Zander. Ja. Ich werde jetzt nochmal in eine andere Ecke, weil ich glaube, ich habe da hinten jetzt echt gespookt, ey. Ja, Fisch. Ja, jetzt aber Benny, Kescher. Ist die noch dran? Nein, die ist nicht mehr dran. Nein. Aber zu meiner Verteidigung, ganz kurz, ne? Wir haben einen Schonhaken dran, ne? Ja. Also, aber trotzdem. Aha. Ich sag, wir haben jetzt schon zwei verloren, wir hatten nicht mal einen dran. So.
Aber wie Jana eben sagte, sie hat da hinten irgendwie 5 Würfe gemacht und sagt, der Bereich so ein bisschen verspukt und dann wirfst du einmal woanders hin und mit dem ersten Wurf hängen sie wieder drauf, ne? Ja, ne? Ja. Da kommt gleich eine, die packt das gleich. Ja. Also dafür lief das jetzt bei ihr zu gut. Ja, ja, ja. Jetzt aber. Die gehen aber auch ab. Wow, wow, wow. Nein, das ist ja... Die, Alter! Ruht ein bisschen runter. Die gehen richtig ab hier, die Fische. Oh mein Gott. Wow. Kein Wunder, ne? Also ihr seht, ich habe die Bremse echt weich eingestellt. Kann ich... Ja, ich wusste nicht genau, wo... So, jetzt aber. Kommt wieder an den Fisch ran. Alter! Oh, wow. Benny! Alter Schwede! Was hast du hier für Monsterforellen im Teich? Ja, vor allem, was habe ich für Monster? Guck mal, durch Schonhaken schon frei. Ja, nicht nur Monsterforellen, was habe ich für Monsteranglerinnen hier in meinem Garten, die uns das wieder mal zeigen. Ne? Das war richtig heftig gerade. Ich mache das jetzt mal für Jana, weil sie das Baby auf dem Arm hat. Da bin ich mal gespannt, wie die schmeckt. So, Benni macht uns jetzt die Forelle fertig. Ja, klar. Der Angel im Garten. Wir brauchen ja einfach gar nichts machen, nur angeln. Ne? Voll der Luxus einfach. Nee, aber ist auch mal schön. Und Flore, du willst jetzt auch noch einen Fisch fangen? Ja. Ich lasse das Flore nämlich auch noch mal angeln. Ne? Mhm. Damit Flore auch noch mal zeigt hier, wie es geht. Ja, mit dem Haifischingsbuhn, ne? Wir haben dir den überhaupt schon gezeigt? Nee. Dann zeigen wir den auch noch mal. Also der Spoon ist halt in unseren Farben, ne, orange-blau, wie der Eisvogel. Und hinten hat er einfach so ein geiles Perlmuttmuster, so lila, blau, glitzernd, richtig schön. Also ich fand ihn richtig geil und fängt. Sehr gut sogar, ne? Ja. 3 Fische im Grunde. Ja, genau. Aber ja, gibt's nicht zu kaufen mehr, gibt's nicht mehr. So, ich bin jetzt dran. Ich weiß gar nicht, hat Jana schon gesagt, mit was für einer Route wir heute überhaupt fischen? Das ist Janas ganz neue Route. Ja. Das ist die Ultra Boost Barsch. Ich fische jetzt auch das erste Mal hier, Janas neue Route. Mal gucken, ob ich auch beim ersten Wurf hier einen Fisch fange. Petri! Danke! Wir haben ja mit Jens auch schon ein paar Prototypen getestet. Da bin ich auch mal gespannt, was da kommt. Ja, die werden bestimmt auch gut. Oh nein, 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 nein. Der Wind, Alter. Man muss höllisch aufpassen. Wir haben nur den einen. Ja, stimmt. Alter, ich habe gerade... mir ist gerade das Herz in die Hose gerutscht, weil ich habe so eine Böe. Richtung Büsche? Nein! Man muss so ein bisschen vorhalten hier. Oh ja. Oh, yo! So, ein Fisch dran! Benny! Alter Schwede, ey. Die ist noch ein bisschen, größer. Die ist noch ein bisschen größer und noch ein bisschen wilder. Wahnsinn, aber Alter. Aber schön die gehakt sind, ne? Ich dachte, du redest jetzt. Ja. Du sagst, du fallst immer runter. Ja, richtig schön gehakt hier, direkt an der Seite. Perfekt. Aber richtige Ochse der Fische. Ja. Wahnsinn, ey. Das ist so schwierig hier zu drillen, weil hier sind so viele Pfähle und so Äste im Wasser. Und die Fische, die haben so viel Dampf, ne? Das Wasser ist noch schön kalt. Boah, krass. Die versorgen ihn gut. Schnell. Benny macht den Fisch fertig und dann... gibt es, glaube ich, gleich was zu essen. Ha. Oh yeah! Willst du mal präsentieren? Ja. Wow. Der letzte magische Wurf. Der letzte magische Wurf. Biss, noch ein Biss. So, Keschern und Film.
höher. Alter, die gehen so ab hier. Oh, Alter, Benny, geil. Das war so witzig, ich habe gekurbelt, da kam ein Biss, da kam noch ein Biss, da habe ich gar nichts mehr gemacht und quasi den Spoon einfach nur runterpendeln lassen, also ich nichts gemacht habe. In diesen Abpendeln hat er den dann zum dritten Mal genommen und hing. Krass, ja. Richtig geil. Auf den Haifischspoon wieder. Yes. Leute, ich finde das so geil und ich finde, das ist das gerade das beste Beispiel. Letztes Jahr, fast dieselbe Jahreszeit, haben wir hier mit einem Spoon gar nichts gefangen. Gar nichts. Es ging gar nichts auf diese Spoons und auch auf alle möglichen anderen Kunstköder. Ich glaube, da haben wir ja dann später, was haben wir mit Paste und so geangelt? Ne? Paste, ja, und Wurm. Ey, wirklich verrückt so. Und heute hat dieser Spoon hier so abgeliefert. Ich finde, es ist so krass beim Angeln, dass du einfach immer wieder gucken musst und nie weißt, was passiert. So. Und ich fand das einfach selber so als Erfahrung richtig, richtig super, dass das heute so funktioniert hat. Und jetzt haben wir alle drei unsere Forelle auf diesen Spoon gefangen. Ja, ne? In der Knaller. Ja, ich habe auch richtig Hunger. Und du auch, Jana, ne? Ich habe schon seit ein paar Stunden Hunger. Aber nein, Benny hat uns schon auf jeden Fall hier mit leckeren Franzbrötchen, die es ja nur hier oben in der Ecke gibt, versorgt. Aber jetzt so langsam kann es schon mal so ein bisschen was Herzhaftes geben, ja. Denn es ist schon fast Abend. Ich habe langsam schon ein bisschen Kopfschmerzen. Aber wir haben jetzt alle Fische gefangen, also unsere Mission ist jetzt erstmal erreicht. Und ja, jetzt werden wir die zubereiten, nehmen euch natürlich dabei mit und dann gibt's Essen. Ja. Jetzt geht's ans Zubereiten, Benny. Wir haben alle so viel Hunger. Hab ich schon gesagt, dass ich Hunger habe? Nee, noch gar nicht. Heute noch nicht. Okay, wir zeigen euch jetzt mal, wie wir die Forellen zubereiten. Ganz simpel heute. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das gibt solche Halter. So, gibt ja auch diese in dieser Fisch-Silhouette, was aussieht wie so ein Ross, wo man die einklemmen kann. Ja. Hier legt man sie quasi mit dem Rücken rein. Und dann kannst du sie von oben mit Zitrone, Gewürzen befüllen und stellst das quasi in den Grill. Das heißt, du hast im ganzen Grill überhaupt gar keinen direkten Kontakt. Zur Grillfläche, wird außenrum richtig gar und super und ich dachte, die benutzen wir heute mal. Das heißt, ausgenommen sind sie ja, lege sie gleich mit dem Rücken hier rein, schneide noch ein bisschen Zitrone, dann habe ich hier so ein Flammlachsgewürz. Also zum ersten Mal hier Flammlachsgewürz, kennen wir ja von euch. Als ihr letztes Mal hier wart, habt ihr das mitgebracht und meine Frau fand es so lecker, dass sie gesagt hat, ich soll auch Flammlachsgewürz kaufen. Das bereiten wir jetzt vor. Schnell und simpel. Eigentlich habe ich die schon, ich habe ja so nichts im Schub, gar nichts, wollen wir sowieso nicht mitessen, packen wir einfach jetzt. So, 3 Zitronenscheiben rein. So, dann haben wir dieses Flammlachs. Das ist relativ grob. Seht ihr das? Das ist gar nicht so ein feines Gewürz. Ich mache das hier erstmal kurz so rein. Nicht wundern, dass ihr denkt, ich schmeiße das da einfach nur rein. Gehe ich hier mit meinen leckeren Fingern bei. Verreibe das hier einfach alles so ein bisschen in die Haut. Was halt ziemlich cool ist bei diesen Dingern, wenn die so im Grill stehen, die Flüssigkeit kann halt gar nicht rauslaufen. Ne? Das heißt, das alles, was sich in dem Fisch quasi mit Zitrone und Gewürzen sammelt, bleibt halt da drin. Ja. So kommen wir gleich 15-20 Minuten auf den Grill und dann können wir Jana endlich zufriedenstellen. Lecker Schmecker. Ja! Okay, die werden jetzt erstmal hier gegart. Das ist ultra stürmisch, hört ihr das? Oh ja. Ich muss den Deckel gleich zumachen. Ja, wupp. Tschüss! Tschüss! Gleich. Das Essen ist fertig. Zeig sie mal her. Oh, hier. Dun, 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 dun. Ui. Ist das nicht cool? Das sieht geil aus. Du hast natürlich, wenn du die so zubereitest, wie in diesen Grillsilhouetten oder so, direkt auf dem Grill, hier jetzt nicht so, dass die Haut so ultra knusprig und krosch wird, aber der Garter komplett durch. Ist natürlich so ein bisschen ähnlich wie im Ofen, aber wenn man das sieht auf den Bildern, du hast trotzdem dieses Röstige vom Grill mit dabei. Ne? Ich glaube, das ist schon ziemlich cool. Ja, das probieren wir jetzt. So, Benny ist heute unser Vorkoster. So, erstmal ein Stückchen zum Probieren und ich mache Zitrone drauf. Ich kann Flora und Jana nur empfehlen, sich an den Tisch zu setzen. Du musst Janas Nudelsalat noch probieren. Ach ja, genau. So, hauen wir weg. Dann ist der Tag fast zu Ende. Ja. Da war ja auch anstrengend für die beiden, die lange Fahrt. Den ganzen Tag an der frischen Luft, deswegen genießen wir die jetzt. Schmeckt super und dann kommen wir gleich nochmal kurz wieder. Wir pullen gerade nochmal die letzten Fischreste aus unserem Zähnen. Total. War richtig lecker. Benny, vielen, vielen Dank für die Einladung. Gerne. War ein schöner Tag hier wieder bei dir am Gartenteich. Und ja, Bennys Seite haben wir euch nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Wenn ihr möchtet, schaut da mal gerne vorbei.
bald geht es nämlich wieder los mit Zander, ne? Du freust dich auch schon. 2 Monate noch geht's los. Oh yeah, genau. Da sind wir auch auf jeden Fall wieder dabei. Und wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.